Mittagsrandale im Freibad, abends das Urteil. So sollte es sein. Das fordert auch CDU-Generalsekretär Linnemann. Er will Schnellverfahren gegen Freibadschläger. Warum diese Idee genauso genial wie nutzlos ist und warum Ausweiskontrollen im Schwimmbad schlechter sind als Passkontrollen an der Grenze, all das schauen wir uns jetzt an. Hi, ich bin David. Schön, dass du da bist. Für mehr kritischen Content unbedingt diesen Kanal abonnieren und kein weiteres Video verpassen. Wir schauen uns ein Bildinterview mit Herrn Linnemann an. Bevor es dort ans Eingemachte geht, wird es kurz etwas lustig. Er wird wohl nach seinem Tagesablauf gefragt, seitdem er jetzt Generalsekretär der CDU ist. Und dann geht es los. Er schläft nachts nur noch 4 bis 5 Stunden. Nachrichten und Anrufe gehen fast im Minutentakt auf sein Handy ein. Ja, Herr Linnemann, das ist furchtbar. Sie tun mir so leid. Also wirklich, Leute, es ist immer wieder faszinierend zu sehen. Sobald ein Politiker irgendeine exponierte Stelle bekommt, kommt eben so ein Zeug daher. Wenn er wirklich so nicht mehr schlafen kann, wenn er im Minutentakt von seinem Handy gestört wird, dann kann er nicht arbeiten. Das bedeutet aber auch, dass er seinen eigenen Laden nicht im Griff hat. Er hat Personal, das diese Aufgaben halt, das Aussortieren der Anrufe etc. und pp. Für ihn organisieren muss, damit er sich auf seine Arbeit konzentrieren kann, die Politik, und nicht im Minutentakt irgendwelche Anrufe entgegenzunehmen. Also, hören Sie auf die Tränendrüse zu drücken, kümmern Sie sich um Ihren Laden, bringen Sie ihn in Schuss und arbeiten Sie endlich mal. Und als nächstes kommt eine wirklich lustige Bildfrage. Herr Linnemann, in einem Satz, warum sollte man die CDU wählen? Herr Linnemann antwortet, weil wir die Menschen so nehmen, wie sie sind und nicht, wie sie sein sollten. Ja, das hat die CDU eindeutig bewiesen im Jahre 2015. Sie nehmen die Menschen so, wie sie sind, ganz egal, wie illegal ihre Einreise ist. Sie dürfen rein. Wie sagte Frau Merkel dann noch? Tja, nun sind sie halt da. Herr Linnemann, Sie machen eine Politik, die immer noch fest verwurzelt ist in dem System Merkel. Und solange Sie das nicht ändern, werden Sie weiterhin Wählerstimmen an die AfD verlieren. Sie, die AfD, wird diese Wähler erhalten, weil sie eine Politik macht, in der sich die konservativen CDU-Wähler zu Hause fühlen. Sie werden es noch merken bei den nächsten Wahlen, da bin ich mir sicher. Jetzt geht das Interview los. Die Bild-Zeitung hat Herrn Linnemann gefragt nach der Gewalt in Deutschlands Freibädern. Er antwortet das Folgende. Die Durchsetzung unserer Gesetze. Ganz einfach. Es braucht Schnellverfahren gegen Gewalttäter. Das Justizsystem muss entsprechend organisiert werden. Wer mittags im Freibad Menschen angreift, muss abends vor dem Richter sitzen und abgeurteilt werden. Auch am Wochenende. Die Strafprozessordnung gibt das her. Auch das Strafmaß muss voll ausgeschöpft werden, bis hin zu Haftstrafen. Ja, das wird vor allen Dingen erstmal scheitern an dem Personalmangel bei den deutschen Gerichten. Egal auf welcher Ebene. Die Gerichte haben zu wenig Richter, zu wenig Personal. Deswegen wird diese großartige Idee so auch nicht funktionieren. Da muss richtig Geld locker gemacht werden. Die Frage ist, ob die Politik dieses will. Und natürlich ist auch die Frage, wie viel Geld können wir uns für so etwas noch leisten? Dann haben wir Ausweiskontrollen. Diese Ausweiskontrollen sollen jetzt stattfinden beim Eingang ins Freibad. Da stellt sich bei mir doch wirklich die Frage, wir wissen eigentlich ganz genau, wer schwerpunktmäßig für diese Gewalt in den Freibädern verantwortlich sind. Es sind leider, man muss es wirklich sagen, junge Migranten, die dort sich absolut nicht benehmen können. Es sind nicht ausschließlich Migranten, aber in der großen Masse sind es eben diese Personengruppen, die dafür sorgen, dass deutsche Familien, dass Mädchen und Frauen nicht mehr in ein Freibad gehen können, ohne Angst um ihr Leben zu haben. Mittlerweile muss man sagen, Angst um das eigene Leben. Was dort passiert, das ist nicht mehr hinnehmbar. Aber ganz egal, wie gesagt, die Idee großartig. Umsetzung wird ganz schwierig. Deswegen keine Ausweiskontrolle bei den Freibädern am Eingang, sondern wir sollten darauf setzen, eine Passkontrolle an Deutschlands Grenzen zu machen. Jemand, der illegal einreisen möchte, muss daran gehindert werden. Wir dürfen es nicht zulassen, dass noch mehr dieser Problemfälle illegal nach Deutschland kommt. Dann haben wir auch schon den nächsten Punkt, warum die Forderung von Herrn Linnemann so nicht funktionieren wird. Denn viele der Richter haben eine sehr merkwürdige Auffassung von ihren Pflichten. Für sie ist der Täterschutz
höher angesiedelt als der Opferschutz. Und er fordert dort Verurteilung, Schnellverurteilung bis hin zu Haftstrafen. So, wir sollten uns einmal die Zeit nehmen und einmal googeln nach Vergewaltigung, Bewährungsstrafe. Ich habe es getan. Ich habe es sogar noch etwas weiter auf die Spitze getrieben. Etwas, was wir vor 2015 so gut wie gar nicht kannten in Deutschland, nämlich Gruppenvergewaltigung und Bewährungsstrafe. Das waren die Suchbegriffe, die ich bei Google eingegeben habe. Und man wird mit Ergebnissen geradezu erschlagen. Und es ist wirklich grausam, was man dort findet. Hier, BR24. Bewährungsstrafen für 4 Männer wegen Gruppenvergewaltigung. Allein schon die Überschrift. Bewährungsstrafe für 4 Männer wegen Gruppenvergewaltigung. Weil sie eine 15-Jährige vergewaltigt haben, hat das Amtsgericht Augsburg 4 junge Männer zu Bewährungsstrafen verurteilt. Das Gericht begründete die milde Strafe unter anderem damit, dass die Männer ihre Tat gestanden haben. Übrigens, Augsburg liegt in Bayern, also sollten wir einmal ganz vergessen, diese Lobhudelei, dass in Bayern die Welt noch in Ordnung ist. Nein, ist sie nicht mehr. Wenn ich so einen Richterspruch sehe, 4 Männer, die eine 15-Jährige misshandelt, vergewaltigt haben, bekommen Bewährungsstrafe? Ist das der Ernst von dieser Richterin oder dem Richter? Ich weiß es nicht. Das kann nicht sein. Und wenn so etwas, eine Vergewaltigung mit Bewährungsstrafe geahndet wird, glaubt ihr doch nicht wirklich im Ernst, dass eine Schlägerei oder das Anpöbeln, Anspucken in einem Freibad zu einer nennenswerten Strafe gebracht wird. Nein, das wird niemals passieren. Das sehen wir auch bei den Klimaklebern. Denn auch für diese sollten diese Schnellgerichte dann auch eingesetzt werden. Wenn ich mir die Klimakleber anschaue, dann kommt als erstes die Exekutive, nämlich die Polizei. Sie stellt sich um die Klimakleber herum und gibt ihnen nichts anderes als Polizeischutz. Also worüber reden wir eigentlich? Wenn diese Klimakleber am Tatort noch Polizeischutz genießen, dann werden sie diesen auch vor Gericht genießen dürfen. Die Menschen, die ihre Fassung verlieren und diese Klimakleber an den Straßenrand schleifen oder diese beleidigen, werden oftmals härter bestraft als die Klimakleber selbst. Und das Ganze gilt natürlich auch für die Schläger in den Freibädern. Das Ganze gilt für alle Verbrecher, besonders wenn sie einen Migrationshintergrund haben. Ich bin mir absolut sicher, dass wenn diese Schnellgerichte irgendwann mal Wirklichkeit werden sollten, dass dann wir Normalbürger dieses ausbaden müssen. Denn es werden die Normalbürger sein, die in diesen Schnellgerichten abgestraft werden, und zwar mit der vollen Härte des Gesetzes. Solche Leute wie die Migranten, solche Leute wie die Klimakleber, da werden die Richter immer Verständnis für haben. Und der normale Bürger wird richtig eins draufkriegen, damit das Ganze auch abschreckend wird. Tut mir leid, aber ich habe wirklich keinerlei Hoffnung, dass diese Schnellverfahren wirklich so funktionieren werden, wie die Politik es uns verspricht. Vielleicht sehe ich es ja auch falsch. Siehst du es anders? Schreib doch bitte einen Kommentar. So, dann wird der Herr Linnemann noch gefragt, wie es denn ausschaut mit der Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland. Steht die Brandmauer zur AfD mit Ihnen als Generalsekretär? Linnemann? Ja, es wird keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben, weder im Bund noch in den Ländern. Wenn die CDU an dieser Brandmauer festhalten wird, dann wird sie wirklich auch noch den letzten Stammwähler verlieren. Und die sollen sich mal wirklich keine Gedanken darüber machen, dass sie von den Linken oder von den Grünen irgendwelche Wähler abbekommen. Das wird nicht passieren. Das, was passieren wird, ist, dass die CDU ins Bedeutungslose verschwindet, weil die ganzen Stammwähler, all die konservativen Menschen in Deutschland, in der AfD eine neue politische Heimat finden werden. Was heißt das für die Landtagswahlen im nächsten Jahr, wenn Sie sich im Osten zwischen der Linkspartei und der AfD entscheiden müssen? Wählen Sie dann zum Beispiel Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten? Darauf antwortet Herr Linnemann. Diese Frage stellt sich nicht. Unsere Abgrenzungsbeschlüsse sind klar. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die CDU so stark sein wird wie möglich. Also, da sehen wir es wieder. Herr Linnemann sagt es, es wird niemals eine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Und er sagt auch wenn er meint, diese Frage stellt sich nicht, dass die CDU, wenn es sein muss,
mit den Linken und mit den Grünen ins Bett springt, nur um die AfD klein zu halten. Und das ist wieder ein No-Go für jeden konservativen Menschen. Ich kann doch unmöglich eine Partei wählen, die es vollbringt, als konservative Kraft mit Grünen oder der Linken zusammenzuarbeiten. Das sehen wir ja bereits auf Landesebene, in NRW zum Beispiel. Dort paktiert die CDU mit den Grünen. Das kann nicht sein. Eine konservative Partei darf so etwas nicht machen. Punkt. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die CDU in der Wählergunst immer weiter verliert. Und das seit Jahren schon, während die AfD an Zuspruch gewinnt. Das sollte sich die CDU, das sollte sich Herr Lindemann hinter die Ohren schreiben. Wenn die Brandmauer der CDU nicht eingerissen wird und eine neue Brandmauer gegen die Linke und die Grünen errichtet wird, dann wird die Partei in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, dann solltest du diesen Kanal unbedingt abonnieren, um kein weiteres kritisches Video zu verpassen. Danke für deine Unterstützung. Jetzt solltest du aber auch unbedingt dieses Video hier schauen. Wir sehen uns drüben. Jetzt klicken. Bis gleich. Tschüss.